Auf dem Hunsrück waren der Flachsanbau und damit verbunden die bäuerliche Leinenweberei noch bis zu Beginn unseres Jahrhunderts weit verbreitet. Wie hier in Dickenschied in der Nähe von Simmern webte man in der Winterzeit von Martini bis Lichtmess Leinen für den häuslichen Eigenbedarf. Auf dem Hof Kirchbergstraße 27 wird die Herstellung von Leinwand für die Filmdokumentation noch einmal vorgeführt. Wilhelm Mosel und im späteren Verlauf des Films auch Albert Gebert, die früher selbst zu Hause Leinen gewebt haben, demonstrieren diese nun schon fast vergessene Fertigkeit auf dem alten Handwebstuhl. Nachdem Wilhelm Mosel und sein Helfer Otto Kloß das Kettgarn aufgebäumt und geschlichtet haben, prüfen sie zunächst die Gängigkeit des Webstuhls. Dazu hängen sie die Lade und das Stuhlgeschirr in ihre endgültige Position. So, der Strick hängt da an. Gucken wir, ob die Drähte richtig hängen unten. Ja. Die Lade muss leicht über die Fäden gleiten. So, da gucken wir unten noch den Fußdrittel. Wenn Wilhelm Mosel die Schäfte mit jeweils der Hälfte der Kettfäden nach oben, der anderen Hälfte nach unten zieht, dürfen die einzelnen Fäden nicht hängen bleiben. Es kommt also darauf an, dass die so gebildeten Fächer für den Schussfadendurchwurf problemlos springen. So, da hängt das Gewicht an. Ja. An die Einreffstecken in der Mitte der Kette hängt Otto Kloß den Esel, ein achteckiges Holzgewicht, an. Es ist zusätzlich mit einem Hufeisen beschwert. Dadurch werden die Stecken beim Weben nach hinten zum Kettbaum gezogen. Bevor Wilhelm Mosel mit dem Anweben beginnt, dreht sein Helfer den Tuchbaum, um die Kette stramm zu ziehen. Ist gut. Stramm genug. Spielchen und ein Schiffchen bringst du mal. Jetzt. Zum Weben wird ein Spülchen mit Schussgarn und ein Weberschiffchen benötigt. Wilhelm Mosel steckt nun das aus einem Holunderstängel gefertigte Spülchen auf den Weidenstab des Schiffchens auf. Das Schussgarn wird durch die Seitenöffnung des Schiffchens geführt und wickelt sich beim Durchgleiten durch das Fach problemlos ab. Jetzt kann mit dem Anweben begonnen werden. Durch das mit den Schäften gebildete Fach wirft der Weber das Schiffchen und bringt somit den quer zur Kette verlaufenden Schussfaden ein. Mit der Lade schlägt er den Faden ans Gewebe an. So prüft er, ob alle Teile des Webstuhls gängig sind. Ein Fadenriss unterbricht den Webvorgang. So, da bringen wir das Messer her. Das lassen wir hier stecken. Ja. So, bringen wir das Holz oder für das Salben. So. Mit einem flachen, eingeschlitzten Holz, in Dickenschied, wie der Geweberand als Saalwend bezeichnet, wird später der Rand des Stoffes geglättet.
Schon nach wenigen Probewürfen zeigt es sich, dass die vorbereitenden Arbeiten des Kettscherens und Aufbäumens gut ausgeführt worden sind. Die typische Leinenbindung entsteht. Otto Kloß ersetzt nun den kleinen, krummen Feller durch einen großen, schweren. Beim Weben muss dieser dem Druck der gespannten Kette gut Widerstand leisten können. Über eine Kordel ist es später dem Weber möglich, die Arretierung am Kettbaum um jeweils einen Radzacken zu lösen, um so die Kette nachkommen zu lassen. Nachdem Wilhelm Mosel etwa 10 cm Stoff gewebt hat, kann er den Breithalter einspannen. Es handelt sich um zwei leicht gebogene, flache Bretter, die ineinander gesetzt werden. An den Enden besitzen sie Metallzähnchen, die der Weber in die Kanten des Gewebes festhakt. Durch den Breithalter bleibt das Tuch während des Webens im Arbeitsbereich straff gespannt. Die Lade schlägt gerade an und das Schiffchen lässt sich gut durchwerfen. Der Webstuhl ist gängig. Am nächsten Tag setzt Wilhelm Mosel die Arbeit fort. Er hat bereits etwa 1,5 Meter Stoff gewebt, der auf dem Brustbaum aufgewickelt ist. Ein zügig arbeitender Leinenweber konnte an einem Tag bis zu 10 Ellen, etwa 5 Meter Tuch weben. Deutlich erkennt man das durch die Schäfte gebildete Fach, in das das Schiffchen mit dem Schussfaden geworfen wird. Bei der hier gewebten einfachen Leinenbindung wird beim Niedertreten jeder zweite Faden der Kette angehoben. Nach dem Durchwerfen des Schiffchens und dem Anschlagen mit der Lade tritt der Weber den anderen Schaft herunter, sodass jetzt die vorher oben liegenden Kettfäden nach unten gezogen, die unten liegenden angehoben werden. So entsteht der typische Webrhythmus. Reicht es? Jetzt machen wir so ein Tuch. Nachdem Wilhelm Mosel genügend Stoff gewebt hat, kann er das Untertuch bilden. Das heißt, den bereits fertigen Tuchanfang auf den Tuch- oder Warenbaum spannen. Dazu wird zunächst die Kordel vom Brustbaum gelöst. Die Männer wickeln den gewebten Stoffanfang ab. Otto Kloß legt den Weidenstecken mit dem Kettanfang in den Schlitz des Tuchbaums ein und rollt anschließend das Tuch mit Hilfe des Arretierrads auf. Bring an den Brat hin.
Das Gewebe mit der Kette wird durch Drehen des Tuchbaums gestrafft und behält durch die Arretierung seine Spannung. Ja. Guck mal, das lang darf nicht. So, komm raus, Alter. Mal versuchen, ob die richtig springen tut. Jawohl. Geht. Klappt. Geht gut. Nachdem die Männer das Untertuch gebildet haben, ist das Anweben abgeschlossen. Albert Gebert hat Wilhelm Mosel beim Weben abgelöst. Im bäuerlichen Betrieb konnte es vorkommen, dass sich je nach Arbeitsanfall mehrere Personen beim Leinenweben für den Eigenbedarf abwechselten. Wurde Leinen dagegen für den Verkauf produziert, arbeitete meist nur ein Weber daran. In diesem Fall legte man großen Wert auf ein gleichmäßig gewebtes Tuch. Da jeder Weber einen etwas anderen Anschlag hat, macht sich ein Wechsel sofort durch ein dichteres oder eher lockeres Gewebe bemerkbar. Das Spülchen mit dem Schussfaden ist leer. Albert Gebert legt daher eine neue Spule in das Schiffchen ein. Alter und neuer Schussfaden werden mit dem Weberknoten verknüpft. Wie brauchst du da noch? Um immer genügend Schussgarn auf Vorrat zu haben, muss dieses während der Webarbeit auf die kleinen, hohlen Holunderstecken aufgespult werden. Diese Arbeit führt gleich Otto Kloß durch. Er braucht dazu das Spulrad. Das hohle Spülchen wird zunächst auf den drehbaren Spindelstab des Spulrads gesteckt. Von einer großen Spule mit Leinengarn, das vom Kettscheren übrig geblieben ist, wird der Faden nun auf die kleine Spule gewickelt. Während Otto Kloß das Rad mit der rechten Hand betätigt, führt er das Garn mit der linken gleichmäßig auf das Holunderspülchen. Das Spulen des Schussgarns war in erster Linie Frauen- und Kinderarbeit. Seit 1850 nahm für die Berufshausweber die Konkurrenz durch die schneller und preiswerter industriell gefertigten Stoffe zu. Wollten sie die Aufträge und somit ihren Verdienst einigermaßen halten, mussten sie alle in der Familie verfügbaren Arbeitskräfte einspannen. In der gewerblichen Hausweberei wurden daher bereits 5-jährige Kinder zum Schussspulen eingesetzt. Sie mussten oft stundenlang am Spulrad sitzen, was gravierende Auswirkungen auf ihre geistige und körperliche Entwicklung hatte. In den Schulprotokollen jener Zeit sind häufig Klagen über diesen Arbeitseinsatz und die damit verbundenen Schulversäumnisse zu lesen.
Immer wieder steckt Albert Gebert den Breithalter während des Webens weiter nach hinten, um das Tuch im Arbeitsbereich stramm zu halten. Mit dem Saalwend glättet er die Tuchkanten. Dadurch verhindert er, dass der Rand uneben wird oder ausfranst. Im Gegensatz zum Kettscheren und Aufbäumen erfordert das Weben von ungemustertem Leinen keine besonderen Kenntnisse. Komplizierte Bildmuster und Bindungen wurden in der Regel auf speziellen Webstühlen gefertigt. Diese besaßen bis zu 25 Schäfte und Tritte, deren Bedienung hohe Konzentration und vor allem lange handwerkliche Ausbildung erforderte. In der Nebenerwerbsweberei wie hier benutzte man dagegen nur einfache Webstühle mit meist 2 bis 4 Schäften. Das bäuerliche Leinenweben war daher eine gleichmäßige, eintönige Arbeit. Auf dem Hunsrück existierte die bäuerliche Leinenweberei schon mehrere Jahrhunderte lang. Aber erst im 19. Jahrhundert erlangte sie große Bedeutung. Belegt ist dies durch die preußischen Gewerbestatistiken. 1817 zum Beispiel waren nur 90 Leinenwebstühle im Kreis Simmern registriert. 1861 hatte sich ihre Zahl bereits auf 1167 gesteigert. Ein Spitzenwert in der damaligen Rheinprovinz. Deutlich erkennt man das Fach. Hier wirft der Weber das Schiffchen noch mit der Hand durch das Fach. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich in den Mittelgebirgsregionen die Schnelllade durch. Bei dieser bereits 1733 in England entwickelten Erfindung wird über eine Treibvorrichtung das Schiffchen mit kurzem Zug an einer Kordel hin und her gestoßen, was den Webvorgang erheblich beschleunigt. Immer wieder löst der Weber den Kett- und den Tuchbaum von der Arretierung, um die Fäden nachkommen zu lassen und das fertige Gewebe aufzuwickeln. Gelegentlich kommt es vor, dass einzelne Kettfäden reißen. Sie müssen sofort wieder angeknotet werden, damit keine Fehler im Gewebe entstehen.
Albert Gebert führt den Faden durch das Ried und befestigt ihn am Breithalter, um weiterweben zu können. Das Fadenende wird später am fertigen Gewebe eingenäht und abgeschnitten. Der Weber muss die nachkommenden Fäden öfter schlichten, das heißt mit einem Mehlbrei bestreichen. Dadurch macht er sie gleit- und strapazierfähiger. Dazu schiebt er die Einreffstecken auseinander und zieht die Kettfäden stramm. Albert Gebert trägt den Brei aus Roggenmehl von oben und unten mit zwei Bürsten dünn auf. Da lass mich mal dran. Ich meine, sie hätten mal genug gemacht. Da hat aber gut gegessen, da wäre ich stark. Nach etwa 3 Tagen Webarbeit ist die Kette vollständig vom Kettbaum abgewickelt. Sie muss verlängert werden, um auch das letzte Stück verweben zu können. So, da. Bring der Esel, hängen wir den an. Wilhelm Mosel löst zunächst den Weidenstecken mit dem Kettende, dem sogenannten Trumm, vom Kettbaum. Anschließend hängen die Männer einen Balken mit Eisenhaken an den Stab. Im Sprachgebrauch der Dickenschieder Weber heißt diese Verlängerung, wie das Holzgewicht, Esel. Sie befestigen das Kordelende des Esels wieder am Kettbaum. Thank you.
Jetzt kann das Gewicht erneut eingehängt und die Kette gespannt werden. Mit dem Rest des Mehlbreis schlichtet Otto Kloß das Kettgarnende. Durch das auf 10 bis 14 stündige gebeugte Sitzen am Webstuhl, in dem nur mäßig geheizten Arbeitsraum, traten bei Webern, die diese Arbeit im Hauptberuf ausübten, häufig rheumatische und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Die Belastung der Organe, zum Beispiel des Magens, war groß. Hinzu kamen Augenentzündungen, da die Webstuben nur unzureichend ausgeleuchtet werden konnten. Das Weben von Leinen, aber auch von Wolle und Baumwolle, war eine staubige Angelegenheit. Berufsweber erkrankten daher nicht selten an Tuberkulose. In der bäuerlichen Hausweberei waren diese typischen Weberkrankheiten selten, da die Bauern durch die Arbeiten in der Landwirtschaft einen Ausgleich hatten. Die Einreffstecken an der langsam nachkommenden Kette liegen fast an den Schäften an. Sie erschweren das Herunterziehen der Schäfte und die Fachbildung. Deshalb werden die ersten Stecken aus dem Fadenkreuz herausgenommen. In das Ende des Leinentuchs arbeitet der Weber einen Weidenstab mit ein. Dieser wird später mit dem Tuchrest und dem Kettende vom Gewebe abgeschnitten. Er verhindert, dass der im Geschirr verbleibende Tuchrest herausrutschen kann. Der Stab wird beim Weben eines neuen Leinenstoffs in den Schlitz des Brustbaums eingesteckt. Wilhelm Mosel schneidet nun mit dem Messer das Tuch vor dem eingewebten Weidenstecken ab. Damit sich das Tuchende nicht aufriffeln kann, vernäht der Weber die Schnittkante mit einem Leinenfaden.
So, da. Gut, dass du kommst. Hängen wir den Esel da ab. Um das Tuch vom Webstuhl zu nehmen, hängt Otto Kloß zunächst das Gewicht ab. So, jetzt aufstehen. Wilhelm Mosel zieht vorsichtig die noch im Kettende verbliebenen Einreffstecken heraus. Die beiden Männer entfernen die Kordel des Esels vom Kettbaum. Anschließend löst der Weber den Esel vom Weidenstab des Kettendes. Im Geschirr ist der Tuchrest mit dem eingewebten Stecken sowie das Kettende verblieben. Es wird später zum Anknoten einer neuen Leinenkette benötigt. Auf diese Weise erspart man sich das sehr zeitaufwendige Durchpassieren der einzelnen Fäden durch die Ösen der Schäfte und durch das Ried. Durch Einstecken der Weidenrute in den Brustbaum zieht Wilhelm Mosel das Geschirr etwas nach vorne und stellt es fest. So kann der Weber bequem den Stab aus den Schlaufen des Kettendes herausziehen. Die einzelnen schlaufenförmigen Gänge hängen nun vor dem Schaft herab. Wilhelm Mosel legt sie so ineinander, dass sie bei Transport und Lagerung des Geschirrs nicht beschädigt werden. Jetzt können die Männer das Geschirr von den Tritten und der Aufhängevorrichtung lösen. Wir fassen die Hand. Das Ried mit dem Kettenrest wird ebenfalls aus der Lade herausgenommen. Um das Tuch vom Webstuhl abzunehmen, hängt der Helfer die Lade zur Seite. Otto Kloß löst die Halterungen der Tritte und legt diese ebenfalls beiseite, um Platz im Webstuhl zu schaffen. Damit das Gewebe beim Abnehmen und Aufrollen auf dem Boden nicht schmutzig wird, fegt Otto Kloß den während des Webvorgangs entstandenen Faserstaub weg.
Anschließend löst er das Arretierrad vom Tuchbaum. Das über 10 Meter lange Tuch kann nun vom Tuchbaum abgerollt und auf dem Boden zusammengelegt werden. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der Bedarf an Leinenstoffen im Haushalt groß. Textilien wie Tischdecken, Handtücher, Bettwäsche, aber auch Unterwäsche und Sommeroberbekleidung bestanden zum überwiegenden Teil aus Leinen. Bevor das Gewebe jedoch verarbeitet oder verkauft werden konnte, mussten erst die Webfehler ausgebessert, herausstehende Fäden vernäht und der Stoff gewaschen und auf der Wiese gebleicht werden. Nach dieser Apretur konnte man ihn weiter behandeln, zum Beispiel im Blaudruckverfahren färben lassen. Bis zur Bleiche nach der Heu- oder Grummeternte im Sommer oder Frühherbst bewahrte man den Stoff zusammengerollt in einer Truhe oder im Schrank auf.